Könnt noch. Als nächstes haben wir jetzt eine Rede von der Schauspielerin Clelia. Hallo ihr Lieben. Neben meinem Beruf habe ich auch noch eine Online-Seite. Und zwar sind das die Planters auf Instagram. Und da machen wir uns Gedanken über nachhaltiges Leben. Und ja, das Klimakabinett hat gesprochen. Die Ergebnisse sind enttäuschend. Ja, und deswegen das, was ich euch sagen will, ist für dich. Für dich, jeden Einzelnen. Vielleicht kennst du die Theorie des berühmten Schmetterlingsschlags, der scheinbar auf der einen Seite der Erde nur ein dünner Windhauch ist, der sich aber potenzieren und sich dadurch auf der anderen Seite der Erde zu einem gewaltigen Orkan entwickeln kann. Das könnte aus deinem zukünftigen Verhalten resultieren. Vielleicht schmunzelst du, weil du denkst, dass das ganz schön naiv ist. Zum Glück basieren die meisten Veränderungen in der Geschichte unserer Zeit auf Naivität. Und ihre Erfinder und Mitstreiter wurden zunächst immer belächelt. Wir können heute und in Zukunft zu Recht der Politik und der Industrie alles Mögliche vorwerfen und erwarten. Und ja, für so vieles braucht es ganz dringend verbindliche Gesetze. Aber für das meiste braucht es vor allem deinen und meinen gesunden Menschenverstand. Heißt das, müssen wir von heute alle radikal vegan werden, Zero Waste, Plastik vermeidend, zu Fuß gehend und nicht mehr mit dem Flugzeug in den Urlaub fahrend? Wie nachhaltig ist das tatsächlich? Wie lange hält Mensch das realistisch aus? Ist es nicht wie bei einer bekloppten Diät? Die Anfangsmotivation ist enorm, dann hat man sich mal wieder zu viel vorgenommen und dann kommt das schlechte Gewissen und vor lauter Frust lässt man alles bleiben. In unserem Fall würde vielleicht das passieren, was jene Kritiker prophezeit haben, die mutmaßen, dass diese weltweite Bewegung, dass wir alle, wie wir hier stehen, dass du und ich nur eine Modeerscheinung sind. Ein kurzlebiger Trend. Also, wenn du ganz konkret in deinem Leben was anders machen willst, dann erkundige dich erstens, welche Firmen deine Lieblingsprodukte für dich anbieten. Wo und unter welchen Bedingungen wurde es für Mensch, Tier und Natur hergestellt? Zweitens, du willst fair behandelt werden? Dann behandle andere fair. Billigpreise sind immer nur für dich billig. Aber tatsächlich bezahlt irgendwo auf der Welt ein anderer den Preis dafür und es geht meistens auf Kosten der Natur. Drittens, unterstütze deinen lokalen Anbieter. Du denkst, es kostet mehr als im Discounter nebenan? Ja. Aber vielleicht ist dir das jetzt wert, weil du dich erkundigt hast und weißt, wie viel Arbeit und Hingabe dahinter steckt. Viertens, sei dir folgender Tatsache bewusst. Die Industrie will was von dir. Wenn du dich entschließt, keinen Scheiß mehr zu kaufen, dann wird auch irgendwann kein Scheiß mehr produziert. Das nennt man übrigens Angebot und Nachfrage. Fünftens. Nutze dein Privileg. Dein verdammtes Privileg, hier in diesem Land wählen zu gehen. Gib dein Kreuz aus Überzeugung der Partei, die den größten Teil deiner Ideen vertritt. Und gib es nicht aus Wut denen, um irgendwelche langfristig wirklich gefährlichen Gegenreaktionen zu provozieren. Und wenn du das dann getan hast, dann erwarte nicht, dass deine Partei alles für dich ändert, sondern werde selbst aktiv. Sechstens, wenn du im Gespräch mit anderen bist und Fragen kommen, wie zum Beispiel, was ist falsch an Weichspüler, was ist falsch an Palmöl in all meinen Produkten, was ist falsch an übermäßigen Fleischkonsum, dann kommen dann so Sachen wie, ja, aber das haben wir doch immer schon so gemacht.
Nur weil wir Dinge schon immer so gemacht haben, sind sie noch lange nicht richtig. Es gab mal eine Zeit, da wurden wir Frauen an den Haaren aus Höhlen gezogen, da haben wir Mammut gegessen und haben mit einer Keule was über den Kopf gekriegt. Ist auch nicht richtig, ne? Zum Glück. So, siebtens, und das ist der letzte Punkt. Fang mit einer einzigen Veränderung an. Etwas, was du ganz leicht durchziehen kannst und was dich keine Mühe kostet. Denn vielleicht magst du dann irgendwann noch eine zweite oder eine dritte Sache dazu nehmen. Warum? Weil es dir leicht fällt. Wir werden alle ganz enormes Durchhaltevermögen brauchen. Vor allem dann, wenn es mühsam wird und es an unsere eigene Komfortzone, an unsere Bequemlichkeit geht. Nachhaltigkeit ist ein Muskel, der stetig trainiert werden will. Nachhaltigkeit brauchen wir vor allem in unseren Köpfen. Das hier darf nicht nur einfach ein Trend sein. Und wir sind keine Modeerscheinung. Und es darf keine Momentaufnahme sein, weil es jetzt gerade akut ist. Ey, du bist so viel mächtiger, als du glaubst. Jeder einzelne von euch. Also, lass uns weitermachen. Es ist noch lange nicht zu spät. Der Dalai Lama hat gesagt, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um irgendetwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Danke euch.